Ja, ich muss wirklich sagen, also ich bin echt froh, dass heute Gegenteilstag ist, weil ich habe immer das Problem, an normalen Tagen ist es immer so, ich werde gejagt, ich werde mit Kartoffeln beworfen und viele sagen zu mir, was ist das für eine hässliche Hexe und die wollen mich gerne verbrennen, ne? Und heute, Manni, ne? Heute, also jede Beleidigung ist heute einfach, ja, das ist heute einfach ein Kompliment, ne? Finde ich schön, finde ich ein super Tag, könnte jeden Tag sein, könnte wirklich jeden Tag sein, das brauchen wir. Oh Mann, es ist Gegenteiltag. Aber ist das nicht eigentlich so beim Gegenteilstag, dass man das Gegenteil macht? Also sprich, gut, ich gehe ja immer nackt draußen rum. Könnte deshalb sein, dass sie mich verbrennen wollen. Ist aber ein anderes Thema. Da müsste ich jetzt mit Klamotten draußen rumrennen, ne? Gegenteiltag. Gegenteiltag. Schön Gegenteiltag. Ja, Gegenteiltag. Gegenteiltag! 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 Ja, das ist für manche halt, ne? Muss man wirklich sagen, für manche ist es halt ein Fluch, ne? Für andere ist es ein Segen. Wie schon gesagt, das sind heute alles Komplimente. Selbst meine Freundin hat gesagt, ey, pass auf, du siehst mit Tüte ein bisschen attraktiver aus. Und die hat es heute auch gesagt und da weiß ich, ey, die meint das ja heute gar nicht so böse. Das ist heute ein Kompliment. nee, ist kein Kompliment. Gegenteiltag! Aber das muss ich auch wieder sagen, ne? Also das ist bei uns normal. Also das ist bei uns, das sieht man überall. Naja, also das ist bei uns Alltag. Also ja, da haben wir ja wirklich fast jeden Tag Gegenteiltag. Ich dachte, das wäre so. Ich dachte, wenn du gesund bist, rufst du einen Krankenwagen an, die kommen raus und prügeln dir die Scheiße raus. Ich dachte, das wäre so. So ist es bei uns. Also ich verstehe jetzt auch, nee, weiß ich nicht. Es ist aber genauso, was ich euch schon mal gesagt habe, man geht in den Laden. Da fragt man so, ja, haben Sie die Hose in der XXXXL-Variante, also für mich? Muss ich gucken, welche ich nehme. Geh mir nicht auf den Sack, ich muss gerade hier auf TikTok die neuen Videos angucken. Na, das ist ja bei uns normal. Das ist Freundlichkeit. Wenn du weißt, wenn du so angesprochen wirst oder wenn so Leute auf dich reagieren, weißt du, du bist zu Hause. Du weißt, du bist zu Hause. Gegenteiltag. Oh. Hat bei uns auch mal ein Feuerwehrmann gemacht, ne? Also der hatte an dem Tag auch Gegenteiltag. Der hat bei uns sechs Autos angezündet, ne? Ich glaube, ich gehe heute doch nicht raus. Ja, ich stelle mir gerade die Frage, was ist eigentlich schlimmer? Meine Videos? Nee, also das ist sowieso schlimm genug. Aber nee, was ist schlimmer? Gegenteiltag oder The Purge, also so eine Säuberung? Weiß ich nie. Also ich würde mich, ja, schwierig, ne? Also schwierig. Also was nimmt man lieber, ne? Was ist das kleinere Übel, ne? Und da ihr jetzt auf mein Video geklickt habt, habt ihr gedacht, okay, das ist die Wahl des kleineren Übels und da muss ich euch leider enttäuschen, ihr habt das schlimmere Übel genommen, weil ihr musstet jetzt mir zuhören. Das ist nicht schön. Das ist echt, also es tut mir leid für die Leute, die sich das jetzt antun mussten. Aber so ist es halt. So ist es wirklich halt. Ne? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Guckt unbedingt das Originalvideo an. Lasst Liebe da, lasst Kommentare da, lasst Watchtime da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.